Hiriyam Mukha Ekapada Paschimottanasana, auch genannt Triang Mukhaikapada Paschimottanasana, ist eine Variation der Vorwärtsbeuge. Ausgangsposition ist der Langsitz. Vom Langsitz ausgehend beuge ein Knie, zum Beispiel das linke Knie, und gib den Fuß neben der Hüfte auf den Boden und wenn möglich halte beide Oberschenkel zusammen und die Knie berühren sich. Dann atme ein und hebe die Arme hoch und dann beuge dich über das Bein, fasse mit beiden Händen um den Fuß. Du kannst auch die Hände falten um den Fuß oder die Handgelenke fassen um den Fuß. Und so bist du in der Triang Mukhaikapada Paschimottanasana Stellung. Tiere Yam heißt horizontal, auch quer, auch seitlich. In dem Fall heißt es horizontal, also lang. Du hast Mukha, du schaust also weit. Und du hast ein Bein besonders gedehnt. Diese Stellung ist eine schöne Übung zur Flexibilität der Beine. Und auf dem einen Bein wird die Dehnflexibilität entwickelt, auf der anderen wird die Hüftflexibilität und Knieflexibilität entwickelt.